Ja, guten Tag, meine lieben Zuhörer. Heute, 1. Juni 2024, ein Tag nach dem brutalen Messerangriff hier in Mannheim auf angeblich 6 Verletzte. Jetzt gibt es ja mehrere Videos aus mehreren Richtungen. Ich habe ja auch hier gestern hier direkt ein Video dazu hochgeladen. Und mich wundert ja, dass das überhaupt YouTube hier freigeschaltet hat, weil viele Filme bei X oder hier auf öffentlichen oder hier im Internet wurden ja schon gelöscht. Erstmal muss ich jetzt nochmal sagen, ich weiß nicht, ob ich das gestern gesagt habe, erstmal gute Besserung an alle 6, die hier beteiligt worden sind und dass hier keiner ums Leben kommt. So viel ich jetzt noch gelesen habe hier im Nachgang, dass der Polizist wohl noch in Lebensgefahr schwebt. Er stand zwar da auf, er konnte gehen, hielt ja da die Hand an seinem Hals, aber so ein langes Messer im Halsgegend ist immer lebensbedrohlich, weil ja da auch die Schlagader ist. Wir werden sehen, was wir da hören. Ich will hoffen, dass dieser Polizist, der da sein Leben eingesetzt hat, überlebt. Was aus dem Attentäter geworden ist, ich weiß gar nicht, der Name wurde ja da veröffentlicht. Ist das jetzt, war das ein finaler Todesschuss oder wurde er außer Kampfgefecht gesetzt? Weiß man gar nicht, liest man ja gar nichts mehr drüber. Aber mich wundert ja schon, dass jetzt hier ein Herr Strobel, Innenminister von Baden-Württemberg oder Nancy Faeser-Scholz hier jetzt die Tatsachen irgendwie verdrehen, dass der Herr Michael Stürzenberger das irgendwie selber schuld wäre. Ich bin irgendwie schockiert, weil Stürzenberger spricht ganz klar auch den Islam, die Scharia kritisch an. Wir haben hier eine freie Meinung und wenn man dann sehen, welche Videos hier im Internet, hier bei X kursieren, da wird mir Angst und Bange, was wir hier in Deutschland als Schläfer, als Islamisten mit Messer hier sitzen haben. Da muss man ja höllisch aufpassen, wenn man ein kritisches Wort irgendwie sagt gegen den Koran oder ne, dann hat man hier direkt ein Messer, wird man direkt hier abgeschlachtet. So viele Polizisten gibt es gar nicht in Deutschland. Und wir holen uns immer weiter die Leute hier ins Land. Ich verstehe es nicht, was hier eigentlich passiert, aber wie gesagt, geliefert wie gewählt. Und solange wir hier die Leute unkontrolliert reinlassen in den einzelnen Flüchtlingsheimen, jetzt habe ich gelesen, dass wir letztes Jahr über 1500 Messerattacken haben. Die werden natürlich nicht gefilmt, an Bahnhöfen, in Einkaufszentren. Was weiß ich wo? Das wird ja alles hier unter Mäntelchen gehalten. Wir leben ja hier im besten Deutschland aller Zeiten. Und keiner redet, zeigt, spricht darüber. Jetzt gab es ein Video und jetzt kann sich ja so eine Nancy Faeser oder ein Herr Strobel hier, Innenminister, das kann, hätte ja auch in Köln, Duisburg, überall passieren können, wenn man dann hier das Video hier zeigt. Also ich werde es nicht zeigen, weil ich muss ja selber gucken, dass man sich jetzt hier nicht in Lebensgefahr bringt. Wird da vielleicht so ein Link, aber schaut auf X, wie hier die Nachahmer diese Messerattacke noch für gut heißen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Also irgendwo gerät die ganze innere Sicherheit hier in Deutschland gerät hier irgendwie aus den Fugen. Und keine Ahnung, was hier abgeht. Was ich auch gehört habe, es kann auch passieren, wenn man alleine im Auto sitzt, das ist mir auch schon mal passiert, hier in Düsseldorf, wenn man hier fährt, dass man plötzlich von 2, 3 Autos irgendwie eingekeilt wird. Und dann irgendwie brutal oder irgendwie abgedrängt wird, wenn man irgendwie sagt, hier, was wollt ihr? Wenn man alleine ist, also zu zweit und die sind zu zehnt, hat man keine Chance mehr. Und gerade junge Frauen sind ja schon im Auto nicht mehr sicher. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und geht auf X, schaut da so durch, da habe ich halt gefunden, das Video, hier die Nachahmer. Und ich mache mal gleich hier ja. Unfassbar. Also nochmal gute Besserung an alle hier, die hier betroffen sind, die Betreuer von Herrn Stürzenberger. Also das ist auch erst der Anfang.
da müssen wir uns ganz ehrlich machen, das wird noch viel, viel schlimmer werden, wenn hier vielleicht die Fußball-EM, wer weiß, was da noch passiert, oder wenn wir hier kritisch hier die Blaue Moschee irgendwie jetzt auch angreifen. So viel Sache, wie gesagt, so viele Polizisten kann man gar nicht hier haben. Und wir schieben Kriminelle nicht ab aus Deutschland. Das kann es nicht sein. Und dann wird dann hier verglichen, habe ich jetzt hier auch mit diesem Song hier Pfingsten. Da werden alle Namen, alles hier, alles tritt hier auf die Bühne. Ein Armin Laschet, ein Faeser, ein Scholz, ein Bundespräsident, der hier, das geht nicht. Die Deutschen hier, die Reichen dürfen sowas nicht singen. Aber hier diese kriminellen Messeattacken. Das ist dann in Ordnung. Das wird denn von der Regierung hier kleingeredet oder umgekehrt oder fast verschwiegen mit Beileid. Und nach 3-4 Tagen geht man zur Tagesordnung über und es ändert sich nichts in Deutschland. So weit ist es gekommen. Und wie gesagt, das ist erst der Anfang. Ne? Ja, ich schalte euch mal um zu einigen Artikeln, die ich hier gefunden habe. Und ja, mehr Neues, kostenlos Abo. Video teilen, lasst eine Glocke da und schreibt eure Kommentare da drunter, was ihr da seht. Also passt auf, wo ihr geht, kommt keinem zu nahe, weil Polizei ist nicht so schnell präsent wie gestern und die waren auch völlig überfordert und ne, das hätte auch noch ganz anders ausgehen können. Also, meine lieben Zuschauer, jetzt habe ich hier auf der nächsten Seite, ich bleibe mal jetzt hier, verurteilt dieser Niedertrichter, also nach der Attacke, also 17:45, Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht hat die Messeangriff bezeichnet, Zitat, im Namen der Stadt Mannheim und Mannheimer Stadtgesellschaft verurteile ich diese niederträchtig brutale Terrorattacke im Rahmen eines islamkritischen Veranstaltungen aufs Schärfste, Zitat, Ende der CDU-Politik am Freitag. Ne, hier kommt denn hier Strobel, Innenminister, nach der Messeattacke bei einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa in Mannheim ist das Motiv des Mutmenschen noch unklar. Ich finde, was ist hier unklar? Der wollte den den Herrn Michael Stürzel. Ganz klar ist das hier ein geplanter. Jetzt ist die Frage, war er alleine oder war er zu zweit? Das ist auch noch die große Frage hier, ne? Das kann man ja auf einem Foto ganz klar sehen oder auf da gibt's ja zwei Videos aus einer anderen Sicht und ja, über die Motivation des Täters können wir noch nicht sagen, sagte Thomas Strobel mit Dunkelheffen, also unter Hochdruck. Also er war, guck mal, Steinmeier, Scherze, ne? Also hier, das ist jetzt hier bei Fokus, aber ja, im Fernsehen habe ich nicht viel gesehen. Und in den Vierteln nach 8 oder um 20 Uhr Nachrichten wurde die Tat quasi umgekehrt. Da wurde dann, dass das Michael Stürzelberger selber schuld wäre. Das hätte er mit rechnen müssen. Die Polizei stand ja nicht ohne Grund da. Es war eine Frage der Zeit, wann sowas passiert. Tja, kann man jetzt so oder so sehen. Man darf hier wohl in Deutschland doch nichts mehr sagen und andererseits haben wir hier eine Religionsfreiheit, aber wie gesagt, es gibt solche Muslime und solche Muslime und hier, sag ich mal, 20%, die jetzt hier kommen, sind dann hier so kriminell, die diese Tat noch für gut heißen und dann hoffentlich ist das, und wir haben sehr viele, die hier hochkriminell unterwegs sind, die in der, ne, mit dem Messer unterwegs, da zählt man den gar nicht an und zack, hat man hier schon Messer im Bauch. Einfach so, am falschen Zeit, am falschen Ort. Ja, ich bin Steinmeier, ich verurteile die Tat in meinem aufs Schärfste, schrieb der Sprecher Kerstin Gremlin, schreibt der Sprecherin, also hat er nicht selber gesagt, Namen X und in unserer Demokratie darf kein Platz für Gewalt sein, Gewalt zerstört die Demokratie, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, Zitat Ende, er wünscht im letzten Rasches genesen, was sind, ja, aber wie gesagt, geliefert wie gewählt und das ist, also ist das auf jeden Fall erst der Anfang, das ist meine ganz große Befürchtung. Täter, Schuss war schwer am Bein im Gesicht getroffen mit einem Messer, sondern auch ein Polizisten schwer, also im Hals, ne, sortiert. Und ich meine, der wäre noch in Lebensgefahr.
Alles nur Spekulation. Bürgerbewerbung und Pax Europa hat ihren Sitz in Krefeld. Sie wird nach Angaben der NRW-Verfassungsschutzes noch nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. 6 Menschen und der Angreifer waren beim Messer verletzt worden. Also 7 Menschen. 18 Uhr, also alles noch gestern, glaube ich. Ja, nochmal, ich lese nochmal die Überschriften, die könnt ihr ja selber durchlesen. War ein Terrorangriff, Täter lungerte vor der Tat am Marktplatz herum. Aha. Und das ist die Frage, war er alleine? Ziemlich erregt gewesen, habe gerufen, dass sie hierher gehörten, schlimm, die AfD sind. Was? In einem längeren YouTube-Video ist zu erkennen, dass der Angreifer vor der Tat bereits am Mannheimer Marktplatz herumlungerte. Das Opfer, der Islamkritiker Michael Stürzenberger, erklärte in einem eigenen Video noch vor dem Angriff, dass ein bärtiger Moslem ihn angesprochen hatte. Dieser sei ziemlich erregt gewesen und habe gerufen, dass sie hier nicht hergehören und schlimmer als die AfD seien. Ob es bei dem Mann und den Angreifern ist nicht klar. Das Motiv wahrscheinlich, erste Details zum Täter. Spiegel, in Hessen geboren, ist Afghane. Aber ich denke mal, hier ist Suleiman A., da haben wir schon mal Namen, 25 Jahre alt. Also ist noch nicht aufgefallen, das sind denn so die sogenannten Schläfer. Ne? Und hier Stürzenberger meldet sich nach der Not-OP dank der Ärzteteam aus dem Krankenhaus. Samstag ist immer heute bei der Messeangriff während der Veranstaltung der Islamischen Bewegung in Mannheim verletzte Polizisten nach wie vor um sein Leben. Er schwebt weiterhin in höchster Lebensgefahr, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes am Samstagmorgen. Ne? Der Täter sei operiert worden und zurzeit nicht vernehmungsfähig. Die Suche nach dem Motiv bislang, den Mann ist bislang, ja, aus Herat in Afghanistan, der in Südhessen lebt. Ja, Polizei durchsucht die Wohnung, ne? 9.40 Uhr. Also heute Morgen. Dann mal hier noch. Islamkritische Bewegung plant weitere Auftritte schon noch im Krankenhaus. Dann müssen wir natürlich mit rechnen, dass die dann auch angegriffen werden. Ne? Aber man muss dann rund um die Uhr hier. Wie geht davon, dass die Polizei sich verschärfen wird? Ja. Also die haben keine Angst. Hier gucken, das Chef der Grünen, Umi Noipe, hat nach dem Messerangriff auf Islamkritiker in Mannheim zu einem demokratischen Schulterschluss aufgerufen. Zitat, wir werden nicht zulassen, dass die demokratische Kultur in diesem Land von Gewalt kaputt gemacht wird, unabhängig davon, ob es von Islamisten kommt oder von Rechtsextremen oder Linksextremen, muss man ja auch erwähnen, Herr Umi Noipe, ne? Zitat Ende, sagte der Parteichef am Samstag am Rande als sein Partei in Potsdam. Zitat, für Gewalt in der politischen Auseinandersetzung ist kein Platz in diesem Land. Man werde suchen. Okay, dann war heute Mittag. Es war richtig knapp gestern. Ne? Ja, also hätte auch tot sein können. Ne? Der Stich seitlich in die Brustrichtung Lunge hätte lebensgefährlich verletzt werden können. Auch der Stich an der Oberschenkel traf die Beine und verursachte einen erheblichen Blutverlust. Mein lieber Mann, ne? Also hier 12.42 Uhr. Ja, das hat man denn hier. Und das war wirklich knapp, ne? So, hier habe ich nochmal einen Staatsanzeiger hier von Baden-Württemberg. Gewalt hat in Mannheim Scholz und Faeser erschüttert. Mehrere Personen sind in Mannheim von einem Attentäter angegriffen worden. Kanzler Olaf Scholz zeigt sich erschüttert. Bundesinnenminister Nancy Faeser sprach von einem schrecklichen Verbrechen. Ne? Das ist dann alles, was man dann hört. Hat sich erschüttert gezeigt und die Gewalt hat in Mannheim, Zitat, die Bilder aus Mannheim sind furchtbar. Schrieb der SPD-Politiker am Freitag auf Twitter, Zitat, mehrere Personen sind von einem Attentäter schwer verletzt worden. Meine Gedanken sind bei den Opfern. Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie. Der Täter muss streng bestraft werden, Zitat Ende. Ja, was heißt streng bestraft? Nach 3 Tagen kommt er wieder frei, weil er ist ja hier so ein Flüchtling, weil unsere greifen ja nicht richtig durch. Ne? Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, sprach von einem schrecklichen Verbrechen, Zitat, die Bilder dieser brutalen Gewalt, das sind erschütternd, Zitat Ende. Sie würde den Opfern, dass sie wieder vollständig genesen werden. Zitat, meine Gedanken sind insbesondere auch bei den durch Messerstiche verletzten Polizeibeamten, den Polizeikräften, die sofort eingeschritten sind und den Ärzten und Rettungskräften, die um das Leben des Opfers diese furchtbare Tat kämpfen, danke ich sehr herzlich. Zitat Ende.
Ja, also irgendwie ganz nüchtern, ganz, aber es wird nichts passieren. Es geht alles so weiter, man lässt weiter Kriminelle nach Deutschland rein, wir schieben Kriminelle nicht ab. Und das ist eigentlich hier das Erschreckende. Und hier habe ich nochmal auf Twitter, ich werde das Video jetzt nicht abspielen, wartet mal. Also das hier, Ali Utulu, er hier, ne, irgendwie ein falsches Bild, das, oder ist er das hier? Das, ne? Hallo Polizei, Mann der Polizei, dieser Mensch bedroht mich und Menschen wie mit dem Messer abzustechen und zu töten. Er freut sich auch, dass der Attentäter heute eine Polizistin ermorden wollte. Müssen wir erst sterben, bevor die Polizei einschreitet? Also das macht er hier und das ist denn hier auf RT. Das könnt ihr euch dann mal selber ablaufen lassen. Und was er da hier sagt, er findet dieses Attentat gut und er wird das Gleiche auch machen. Er ist ein großer Fan von ihm und er wird ihm da im Paradies auch Lebensmittel und alles hier mitbringen. Und wie gesagt, der Koran ist sehr also politisch und sehr politisch und auch sehr mit Schwert und ne unterwegs und die wollen Weltreligion werden, die wollen die Weltherrschaft und die sind hier auf dem besten Wege, wenn die hier nach und nach uns hier unterlaufen. Wir Christen und Juden sind Ungläubige, müsst ihr mal durchlesen. Und wir haben zwar vieles gemeinsam, aber Allah hat ja keinen Sohn, der Jesus heißt. Und für der Islam ist Jesus ja nur ein Prophet. Ja? Das muss man denn hier, sind klare Unterschiede. Und hier sowas brauchen wir hier in Deutschland nicht. Aber wie gesagt, wenn wir hier nicht abschieben und denn hier solche, die das noch für gut heißen, geht in meinen Augen überhaupt nicht. Ja, so ist das hier meine Meinung. Ich lasse es jetzt nicht ablaufen. Könnt ihr selber euch anschauen. Ich war schockiert, wie ich das gehört habe. Ne? Und Pax Europa möchte jetzt weitermachen. Weitere Auftritte. Da muss man natürlich damit rechnen, dass denn auch noch andere Schläfer, die hier in Deutschland sind, auch weiter hier diesen Stand bekämpfen werden. Das ist erst der Anfang, meine große Befürchtung. Und wir haben ja gesehen, welche Nachahmer das hat und welcher Hass hier in Deutschland existiert. Und das kann man nicht mehr kleinreden. Und hier müssen wir wirklich, hier die Grenzen müssen zugemacht werden in Deutschland, in Europa eigentlich, weil die können sich ja, sobald die hier in Europa sind, können sich ja frei bewegen. In Frankreich auch solche Attentate, in Brüssel, überall, letztes Jahr hier in Hamburg, die beide, das junge Pärchen abgestochen, oder wenn hier einer hier in der Straße mit der Machete rumläuft, woher auch immer, oder die ganzen Straßenkriege, es ist erst der Anfang. Da müssen wir uns ganz ehrlich machen. Ja, wer hier die linke Parteien und CDU das wählt, der, ne, wenn jetzt eine große Koalition kommt oder CDU mit den Grünen, dann geht das hier 4 Jahre so weiter. Ist nochmal ein Jahr bis 2025 und ne, das macht man, das ist ganz klar. Und dann nach 4-5 Jahren ist die innere Sicherheit in Deutschland, die ist weg, ist ja jetzt schon weg. Ne, am hellischen Tag hier so ein Attentat. In einer Zone, wo keine Messer getragen werden dürfen. Nun ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben und dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit, teilt das Video, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und ich sage bis zum nächsten Video.